Ich werde jetzt zu Henry gehen. Die Höhle machen wir viel später. Ich finde es auch interessant, dass die ganzen Supermutanten. Ich glaube, Supermutanten allgemein waren in den Spielen nie aggressiv. Also doch, in den Spielen. Glaube ich nicht. Also da waren die hiesigen Supermutanten übelst freundlich. Henry? Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Mit meinem Cyberhund stimmt etwas nicht. Es hieß, ich solle zu ihm gehen. Nervenabbau, eindeutig. Biogel kann ein lebendes Gehirn nicht unbegrenzt konservieren. Sie müssen einen Ersatz finden. Ich habe Jacobstown seit Jahren nicht verlassen. Aber in Novak gab es mal eine Frau, Gibson. Lebte mit einem ganzen Rudel Hunde zusammen. Außerdem weiß ich, dass die Unholde und Caesars Legion mit Hunden in den Kampf ziehen. Da fänden Sie sicherlich einige brauchbare Exemplare. Okay. Ja, Unholden habe ich gerade gehört. Ah, ich muss zum Fort gehen. Scheiße. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre bei Cottonwood unmöglich. Guten Abend. Sie sind also wieder zurück. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Dr. Henry schickt mich. Ich brauche ein neues Gehirn für meinen Cyberhund. Dr. Henry? Den Namen habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gehört. Kaum zu glauben, dass er noch lebt. Ihre Bitte ist für meinen Geschmack eigentlich ein wenig zu ghoulisch. Aber da Ray schon recht alt ist, werde ich ihn sowieso bald aufgeben müssen. Als Preis für diesen Gefallen müssen 700 Kronkorken angemessen sein. Ray gehört doch zur Familie und ich muss mich auch noch um andere Hunde kümmern. Wie haben Sie Dr. Henny kennengelernt? Wir hatten uns beide derselben Karawane angeschlossen. Dazu noch viel Whisky und wir wurden sozusagen miteinander bekannt. Okay, 700. Bei Fuß, Ray. Mama hat was für dich. Liebevoll. Sehr liebevoll. Na gut. Ich habe jetzt keine Lust auf den Fort. Ich glaube, bei den Legion ist es so, dass sie, glaube ich, mehr Panzerung bekommt. Glaube ich. Ich glaube, bei den Unholden war, dass sie einfach immer, dass der mehr Angriffstempo bekommt. Weiß ich nicht mehr genau. Du da. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ich habe ein neues Gehirn für Rex. Sehr schön. Immer her mit dem guten Stück. Und dann wollen wir mal sehen, was es so bietet. Dieses Gehirn stammt von Ray, einem Hund der alten Lady Gibson. Also, was haben wir hier? Die Nervenbahnen sehen gesund aus. Definitiv irgendeine Wachhundrasse. Wenn ich Rex dieses Gehirn spendiere, wird er in Zukunft aggressiver angreifen. Ich habe einen Hund der Unholde namens Violetta erledigt. Ein richtiges Großhirn haben wir hier. Gut, mal sehen. Wow. Starke Konzentrationen von Chemikalien, die auch in der Droge Turbo vorkommen. Wenn wir dieses Gehirn transplantieren, wird Rex schneller. Ja, und bei der Legion war einfach, dass er mehr durchhält, dass er robuster wird. Aber das haben wir jetzt schon mit
Wer ist die mit Eddie hier macht? Und wir machen einfach mal hier mit Gibson, dass er mal Damage austeilt. Schneller Rennen ist für mich persönlich nicht so unbedingt wichtig, gerade aktuell. Was würde den Re Race gehören in Rex? Nehmen Sie Platz. Das wird etwas dauern. Rex hat ein extra treuer Beschützer erhalten. Sein Angriffsschaden wurde erhöht. Nothing about a hung dog. Oh, richtig, deine Vorliebe für Leute mit Hüten. Wir sind auf derselben Seite, prügel dich. Na gut. Sagen wir den King, ihm geht's wieder gut. Ja. Gute Motorex. Ich verziehe. Ich verziehe Das mich. reicht fürs Erste. Die Scheiße. Nimmt doch gleich ein Buttermesser. So dumm, einfach mal hier. Ah, ich liebe das Spiel trotzdem. So, Rex hat ein neues Gehirn. Rex ist echt mit seiner Questline nicht vorbei. Veronica mag jetzt als nächste die Questline. Jo. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Mensch, Rexy, du siehst ja viel besser aus. So gut wie neu. Hat mein Rexy ein neues Gehirn? Auf jeden Fall. Sie halten Ihr Wort. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wenn Sie möchten, kann Rex noch etwas länger bei Ihnen bleiben. Das würde ihm sicher gefallen. Wollten Sie noch etwas anderes? Ja, danke. Jemand hat angeblich die Vorsitzenden vermöbelt und ist vom Strip gefahren. Kein gutes Karma bekommen, schade. Ja, wir machen jetzt nochmal Veronikas Questreihe jetzt. Wie soll McCarran gehen? Ich glaube, sonst ist das Bruder geht schneller dann dahin. Da kann ich ein Foto machen von der scheiß Flughafen Schild. Wie viele Kronkorkensterne habe ich denn schon eigentlich eingesammelt? Noch weniger als 40 Stück. Also Gibson mit den An also vielleicht soll ich das nächste Mal wirklich. Ja, Rex nehme ich mal mit. Eigentlich bei überlegen,
Rex, also wenn Veronica weg ist, mit Cass bis oben zu latschen. Und dann hat er Rex mit dabei als Nahkämpfer quasi. All Ray Motel. Schon gehört, dass es bei einem der Casinos auf dem Strip eine Schießerei gab? Ein paar Leute wurden getötet oder so. Ja. El Rey Motel. Okay. Reicht das Erste. Was? Bedrohliche Notiz lesen. Auf der Notiz steht, ihre Schulden sind noch nicht beglichen. Wir haben sie zweimal gewarnt. Es wird keine dritte Warnung geben, sondern nur Konsequenzen. Sie haben einen Tag. Oder 6 Raketen. Ödländer, Kanaristen, okay. Puh, ist jetzt die Fisch dann? Aufbrechen. Ödländer. Anscheinend eine Überdosis gestorben. Okay. Da ist noch eine Tür hier oben. Erwischt. Wahnsinn, Herr Junkie. Okay. Vorzeige, bla, Messer. So, jetzt wollen wir ein Foto schießen davon. Schon? Ja, und Karte dort. Haben Sie gemerkt, dass der Strip in letzter Zeit total unruhig ist? Heute ist es doch scheiß teuer, zum Strip zu kommen. Ja. Der scheiß Strip. Du, nein, nicht du, dann du da. Munitionskiste, soll ich mitnehmen? Major da drüben. Wenn es schlechte Neuigkeiten sind, können Sie mit dem Colonel sprechen. Bei guten Neuigkeiten geht es hoffentlich um tote Unholde. Was wissen Sie über die Unholde? Ein Haufen Killer auf Drogen. Sie sind von jedem Stim, jeder Pille, jedem psychotropen Einlauf auf diesem verschissenen Planeten abhängig.
Es gibt drei Unholde, die sterben müssen. Und mich kümmert nicht, wie es passiert. Klingt das nach etwas, das Sie interessieren könnte? Ja, schon. Gut, verdammt gut. Ich schätze, es wurde auch Zeit, dass wir hier draußen mal Glück haben. Vielleicht können Sie einen dieser Irren ausschalten. Die erste heißt Violet. Gott weiß warum. Denn der Name ist noch das Schönste an ihr. Verbringt die meiste Zeit mit einem Rudel bösartiger Hunde. Dann wäre da Driver Neffy. Er ist schnell und brutal. Hat ungefähr ein Dutzend meiner Leute mit seinem Eisendriver platt gemacht. Daher der Name. Und schließlich Cook. Vergewaltiger, Pyromane. Und wenn man den Unholden glauben kann, ein guter Koch. Wahrscheinlich der Erste von allen. Ich werde Ihnen keinen Scheiß erzählen. Das ist kein üblicher Vegas-Abfall. Die haben alle gute Erenkala getötet und reichlich Söldner noch dazu. Wenn sie Jagd auf die machen, egal auf welchen, dann erwartet sie ein fieser Kampf. Also, wer soll es sein? Violet. Violet soll es sein. Gern würde ich Ihnen einen Tipp geben, wie man sie platt macht, aber wir wissen weniger über sie als über die anderen beiden. Passen Sie auf Ihre Hunde auf. Sie hat sie selbst aufgezogen. Könnte auch Ihre Mutter sein. Und Sie weichen ihr nie von der Seite. Wo finde ich sie? Gute Frage. Das Unholde-Territorium ist südlich von hier. Und sie treiben sich in der ganzen Gegend rum. Keiner bleibt lange an einem Fleck. Okay, verstanden. Eine Sache noch. Wenn Sie die volle Belohnung wollen, dann brauchen wir einen erkennbaren Kopf. Meine Vorgesetzten wollen konkrete Beweise. Sprich, keine Kopfschüsse. Enthauptungen erst nach dem Tod und keine Treffer im Gesicht. Gehen Sie auf Nummer sicher und zielen Sie auf den Rumpf. Wenn der Kopf aussieht wie eine überreife Tomate, dann werden die Leute Zweifel anmelden. Und ich kann nicht das ganze Kopfgeld auszahlen. Ihnen viel Glück und werden Sie nicht unachtsam. Ich hoffe, ich komme wegen Ihnen des Kopfgelds. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. Gottverdammt, das ist tatsächlich Violet. Sie machen mich zu einem richtig glücklichen Wichser, wissen Sie das? Hier ist das Kopfgeld, das ich auf Sie ausgesetzt hatte. Es gehört Ihnen. Meinen Sie, dass Sie noch einen Wichser platt machen können? Ist Ihre Wahl. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es machen. Wäre schade, wenn Sie gehen. Eigentlich habe ich hier einen weiteren Kopf für Sie. Sie haben noch einen getötet? Dann lassen Sie mich mal den Kopf sehen. Ja, das ist Kuckuck. Hat der schon immer so gerochen? Auch vor dem Tod? Und die Unholde haben den Essen kochen lassen? Tja, das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind Ihre Kronkorken. Das sind schon zwei tote Psychopathen. Wenn Sie mir noch den dritten bringen, gibt es einen Bonus für Sie. Okay, ich knüpfe mich um Driver Neffy vor. Sie haben ja reichlich Mumm, das gebe ich zu. Neffy ist ein zäher Hurensohn. Wenn er zu nah herankommt, haut er Ihnen den Kopf von den Schultern. Mein Tipp, reden Sie mit Lieutenant Gorobets. Er leitet das Alpha-Team der ersten Aufklärung. Scharfschützen. Mit etwas Glück können Sie Neffy ins offene Gelände locken. Dann kommen die Scharfschützen. Bringen Sie mir den Kopf, dann gibt es das Kopfgeld. Ist auf jeden Fall besser, als sich Neffy Mann gegen Mann zu stellen. Aber ist Ihre Entscheidung. Dann klauen die halt meine... wo finde ich Lieutenant Blah? Draußen im Hof. Gorobets koordiniert unsere Scharfschützenteams. Seit Wochen hat er es auf Neffy abgesehen. Das Einzige, was ihm fehlte, war ein freiwilliger Köder. Wir haben nicht genug Truppen, um jemanden über den Zaun zu schicken. Zumindest nicht mehr. Alles klar. Sie haben sich schon mit den Unholden angelegt. Ich muss Ihnen also nicht sagen, dass Sie auf sich aufpassen sollen. Erzähl mir nochmal, wenn wir rein. Scheiße, ja. Warte mal kurz. Arbeiten Sie noch am letzten... Nein. Haben Sie Probleme mit den Unholden? Verdammt richtig, dass ich Probleme... Ja, ja. Bis bald. Na gut. Wer bist du? Little Buster. Lassen Sie mich raten. Sie haben Arbeit für mich, richtig? Tja, zu spät. Ich habe gerade aufgehört mit der Kopfgeldjägerei. Ich hole mir noch die Kronkorken, die Daytree mir schuldet. Dann bin ich hier weg. Sind Sie eine Berühmtheit oder was?
Ja, scheiße. Schlagen Sie ruhig auf mein Ego. Und ich dachte, ich hätte mir hier einen Namen gemacht. Wäre ein guter Grund, mit dem Kack hier aufzuhören. Kein Ruhm. Kein einfaches Geld, keine Weiber und kein Ruhm. Scheiße, mir würden auch die Weiber reichen. Warum schuldet er Ihnen Kronkorken? Weil ich ein paar Ziele für ihn ausgeschaltet habe. Schon mal von Jackson gehört? Oder dem Nachtschrecken? Ich nehme an, dass es sich um Unholde gehandelt hat. Aber hallo! Und sie waren auch noch gut. Bis ich ihnen ein paar Kugeln in den Arsch gejagt habe. Peng! Tot, aus, vorbei. Wissen Sie, jemand gibt mir einen Auftrag. Ich mache es. Vielleicht beschwere ich mich hier und da ein wenig, aber ich erledige den Scheiß. Wie lange sind Sie schon Kopfwerkjäger? Ach, scheiße, keine Ahnung. Mindestens schon einen Monat. Länger als die meisten meiner Jobs bisher. Sie hatten schon viele verschiedene Jobs? Ja, klar. Eine ganze Menge. Bevor ich Kopfgeldjäger wurde, war ich Karawanenwache. Man meint, das ist Pillepalle, oder? Falsch. Diese Spinner wollten, dass ich bei Sonnenaufgang aufstehe. Vergiss es. Da bin ich doch erst 2 Stunden in der Kiste. Und ich brauche mindestens 10-12 Stunden Schlaf, damit ich arbeiten kann. Leistung hat ihren Preis. Ich habe mir selbst schon das eine oder andere Kopfgeld verdient. Wissen Sie was? Ich bin weg. Jetzt ist viel Platz. Werden wohl eine Menge Leute ankommen und es versuchen, wenn sie hören, dass ich aussteige. Was werden Sie jetzt tun? Ganz einfach. Ich werde ein bisschen einfaches Geld verdienen. Ich habe einen Plan. Wenn ich meine Kronkorken von Daytree bekomme, gehe ich rüber ins Gomorrah und gewinne beim Kartenspielen. Mittlerweile spielen weniger Leute im Gomorrah. Also habe ich bessere Chancen auf den Jackpot. Habe ich voll durchdacht. Nee. Warum haben Sie das Handeln aufgegeben? Wissen Sie, ich dachte, die Kopfgeldjägerei wäre einfaches Geld. Dabei ist das harte Arbeit. Also scheiß drauf. Und da war dieses Ziel, das ein wenig zu krass für mich war. Ich meine, ich hätte ihn schon geschafft. Aber gegen den hätte das üble Verbrennung oder analen Amok bedeuten können. Ich riskiere gerne mein Leben, aber mein Arsch ist mir heilig. Denk mal, guck, guck, warte.